Jeder soll in die Stadt gehen, in der er geboren wurde. Wozu das denn? Hört alle her, das ist ein Befehl von Kaiser Augustus. Jeder soll in die Stadt gehen, in der er geboren wurde. Wozu das denn? Der Kaiser will sein Volk zählen und damit alle Menschen, die in seinem Reich leben. Josef, wir müssen nach Bethlehem gehen, in deine Heimatstadt. Die Reise ist viel zu beschwerlich für dich. Wer dem Befehl nicht gehorcht, wird streng bestraft. Dann müssen wir uns also doch auf den Weg nach Bethlehem machen. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Warte hier auf mich. Ich suche uns eine Unterkunft. Entschuldigung, dürfen wir heute in deinem Haus übernachten? Ich würde euch ja gerne aufnehmen, aber ich habe keinen Platz. Meine Frau ist hochschwanger. Sie bekommt bald ihr erstes Kind. Im Haus habe ich wirklich keinen Platz. Aber da könnt ihr übernachten. Hier bleiben wir. Maria, meine Liebe, ruh dich aus. Alles ist so geschehen, wie es der Engel gesagt hat. Darum wirst du Jesus heißen. Schlaf schön, Jesus. Fürchtet euch nicht. Heute Nacht ist in Bethlehem im Stall Gottes Sohn geboren worden. Er liegt in einer Krippe. Merkwürdig, wohin führt uns der Stern? Man hat mir gesagt, zu dem Ort, wo der Retter geboren ist. Wo soll dieser Ort denn sein? Seht mal, der Stern hat angehalten. Sicher ist es dort. Los, schneller! Der Engel hat uns gesagt, dass wir hier Gottes Sohn finden werden. Und es stimmt wirklich. Lieber Gott, ich danke dir.